Warum sind wir ein wacher Hund? Warum sind wir nicht wie andere Hunde und schlafen? Die haben eine sehr nasse Nase, das gefällt mir. Sehr kalt ist die auch. Darf ich mal ihre Pfoti haben? Das, also es war technisch gesehen war es ein Missplay von mir, weil wir einfach, weil es hätte einfach passieren können, dass wir übelst abfacken, also richtig richtig hardcore abfacken mit dem Treecaster Ding. Ich habe es aber auch nicht durchgerechnet, diese verdammte Missile. Excuse me, you are on fire. Verdammte Missiles machen ja auch 6 Damage. Völlig insane, ey. Ja, Hannes, ich weiß. Ich weiß. Magic Trick zu Counterspellen war nicht schlimm, weil es gibt schlimmere. I'm late. Okay, das können wir polymorphen. Das ist ein Tempo-Mage, das heißt besser als 5-5er-Buddy sollte er sowieso nicht haben. Das gefällt mir hier ganz gut. Was passiert, wenn man über Rang 1 kommt? Dann wird man Legend. Dann ist Schluss. Wieder so ein Kackding. Bein ist irrelevant. Alter, so eine Kackbanane für ein Null-Mana, das interessiert mich nicht. Ja, genau, Legend ist der orange Kristall. Und theoretisch kannst du dich dann halt da nochmal hocharbeiten. Nein, das juckt. Ich jetzt ein Freeze, Ray of Frost. Die Chaka Dujama! Das ist jetzt nicht so das Gelbe vom Ei, vor allem ich habe nicht mal Card Draw. Ah, Hannes? Ich schreib da keine Scheiße hin. Mein Gott, dass wir hier kein Card Draw haben, ist so belastend. Ja, ist egal, wo du auf Legend stehst, kriegst du immer die gleiche Belohnung. Deswegen ist das ja so unlukrativ. Schon Lethal ein. Ja.
Blizzard, bitte Blizzard, bitte Blizzard. Oh, ich muss es ganz schön umplanen. Ich muss das mit einer ganz anderen Win Condition gewinnen. Muss das mit einer ganz anderen Win Condition gewinnen. Schwierig. I'm late. I'm late. Excuse me. You are on fire. Pretty good. Jetzt eigentlich keine Karten ziehen. Hallo Goldmimmer, schön, dass du hierher gefunden hast. Ich überlege halt eiskalt noch einen Mode Reflection zu Nee, ich brauche Vargoth und Mode Reflection, sonst wird das nix. Hallo Aris, grüß dich und hallo Landvolk. Er hat keine Karten mehr. Krieg ich jetzt bitte endlich Ray of Frost? Bitte. Ich will nicht, dass er Karten hat. Ich kann es gewinnen, wenn er keine Karten mehr zieht. Ja, okay, jetzt muss ich all in gehen. Nevermind, muss ich nicht. Hat sich erledigt. Fucking hell. Das sind 7, 11, 12 Damage on board. Ich muss Research Project spielen. Ich habe keine andere Wahl. Ich muss an Karten kommen. Ja, jetzt ist Ray of Frost da. Naja, es ist immer noch okay. Sind eine Menge Damage weg. Ich streame jetzt erstmal nur Hearthstone. Ich weiß nicht, ob ich heute Nacht noch was anderes streame, weil heute geht es mir nicht sonderlich gut. Also kann ich euch nicht sagen, ob ich nachts eine Session schaffe heute. Dass es bestimmt noch mal ein Counterspell war. Gott, eine Eisblock kann ich nicht ausspielen, ey. War auch Blizzard, aber... Muss ich vorher noch mal... Ich müsste jetzt Ray of Frost und Blizzard ziehen. Weil das ist garantiert ein Counterspell dabei. Oh ja, das ist gut. Wait, das ist gut, weil das ist garantiert ein Counter-Spell. Sag ich ja. Okay, das kauft mir jetzt Zeit. Er hat keine Counter-Spells mehr. Ich brauche vorhin noch ein Primordial Glyph. Okay, er kann keine Explosive Rune mehr haben. Er kann kein... kein Counter-Spell mehr haben. Gott, läuft mir die Zeit davon, ey. Brauch meine Primordial Glyph. Ich brauche die Primordial Glyph, weil die in irgendeiner Art und Weise noch Damage sein kann. Ja, das ist mir vollkommen egal. Oh.
Hätte jetzt auch. Nee, ist okay. Jawohl, Code on. Ich habe jetzt ganz kurz. Nein. Hallo Maus! Hallo! Bist du ein lieber Maus? Noch ein fucking Secret. Der Grund, warum ich das so spiele, wie ich spiele, ist der, dass ich tatsächlich meine Hero Power als Damage gerade brauche. Na, mir geht's schon gut, aber nicht gut genug, um nachts zu streamen. Das ist was anderes. Gleich ist die Mama zu Hause hier. Warum gehen sie weg? Ja, hallo. Oh crap, das ist ein random secret. Oh crap. Oh, random secret ist nicht gut. Oh Gott, random secret ist nicht gut. Ich zögere es krass hinaus, aber ich muss es tun. Ich muss es tun. Nächsten Turn muss ich es machen. Die Chakadujama! Aber dann kriege ich meine Glöffe auch. Das ist so ein Auto. Oh crap, was ist, wenn er Eisblock hat? Okay, es ist nicht. Free of that blasted tower. Behold. Okay, so, lass uns nachdenken. Nicht lethal. Ich müsste jetzt mit der Primordial Glyph. Spell kostet 3 mehr. Das heißt, ich müsste ein Frostbolt finden, um noch zu gewinnen. Oder. Nein, wir machen das ganz anders. Wir hoffen einfach, dass er keinen Frostbolt auf der Hand hat. Und er kann keinen Frostbolt mehr haben. Das heißt, er hat auch beide Torches gespielt. Das heißt, er dürfte eigentlich nichts haben, das 3 Damage macht. Ja, töte die, töte die, töte die, töte die. Dann habe ich mir. Ja! Dann habe ich mir Ausdruck beim Primordial Glyph. Ja! Ist er dumm? Ist er dumm? Dann habe ich viel mehr Ausdruck beim Primordial Glyph. Oh! Ich habe jetzt viel mehr Auswahl. Jetzt geht auch Fireball und der ganze Quatsch. Das war ein Riesenfehler von ihm. Oh Gott, jetzt muss ich was mit Charge finden. Oh, finden wir irgendwas mit 3 Mana, ne, 4 Mana Charge Cochrane Elite. Oder riskiere ich die Missiles? Oder mache ich Missiles? Oh Gott, okay, wir riskieren die Missiles. Ich habe 9 Missiles. 9 Missiles, da müssen 2 Face gehen. Von 9 Missiles müssen 2 Face gehen. Holy shit. Komm schon,
Komm schon. Das muss es sein. Come on. Das ist schon mal nicht so gut. Bitte zwei Face. Bitte zwei Face. Komm schon, komm schon, komm schon. Zwei Face. Nein. Ja! Yeah! Too easy! Ja! Juppie, wir haben gewonnen! Ah, wir haben gewonnen! Wir haben gewonnen! Gewonnen! Woo! Gewonnen! Jaina versus Gul'dan! Oh, meine Güte, hallo Randy, grüß dich. Ja, Suikast, es ist alles möglich bei Hearthstone. Da ist Ruhe bewahren quasi das A und O. Sag mal, was machst du da unten eigentlich? Bist du irgendwas hier? Bist du deine eigenen Haare? Ah ne, du frisst hier meine... Hey, nein. Sag mal, ich glaube, du spinnst. Hast du schon wieder, während ich weg war, diese fucking Dinger gegessen? Böser Hund. Böser Hund! Böser Hund, ich ignoriere dich jetzt, böser Hund. Eine Dia-Pension. Schlimm, wenn ein einziger Hund den Anschein macht, als hätte ich eine ganze Pension. Aber weißt du mal, wie hier der Lux läuft? Job done. Das ist übel, Diamond. Wir spielen gegen Paladin, aber er spielt Warlock. Wait, du ziehst Karten? Du ziehst Karten? Alter, ich burn dir jetzt sowas von die Hand weg. Sagen wir das Deck weg. Bis Voidlord. GG! Der spielt Mechathun Lock. Das war das Hearthstone-Highlight für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine positive Bewertung da, wenn dem so ist. Und schreibt mir natürlich eure Meinung zum Match unten in die Kommentare. An der Stelle möchte ich mich bitte den da drüben eingeblendeten finanziellen Supportern bedanken. Vielen lieben Dank, dass ihr es mir möglich macht, diese Hearthstone-Videos hier zu produzieren. Falls sich jemand dieser Liste anschließen möchte, klickt einfach mal rechts oben oder unten in der Videobeschreibung. Dort findet ihr auch alle Links zu meinen Social-Media-Kanälen, falls ihr mir auf Twitter oder Instagram folgen wollt, um mehr von mir außerhalb von YouTube zu sehen. Ansonsten lasst auf jeden Fall ein Abo auf dem Kanal da und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, denn nur dann landen die neuen Hearthstone-Highlights auch in eurer Abo-Box oder checkt die beiden Videos aus, falls ihr sie noch nicht kennt. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Hearthstone-Highlight.